Winterpause ist immer sehr schön, aber man ist auch immer sehr froh, wenn man wieder loslegen kann und wieder Fußball spielen kann. Ja, und wir haben in der Tat viel Neues. Wir haben ganz neues Licht im Stadion, ein LED-Flutlicht. Was wir als erster Verein in Deutschland haben, sind da sehr stolz drauf. Heute ist Weltpremiere. Wir sehen heute die erste voll vernetzte Entertainment-Stadionbeleuchtung, die es überhaupt weltweit gibt. Und das muss man auch natürlich sagen, dass wir als Philips das Thema Sport schon lange begleiten. Mit Expertise zu Beleuchtungsanlagen, die dazu führen, dass nicht nur Menschen Sport treiben können und nicht nur sehen können, sondern auch begeistert sind und mitmachen können dabei. Und heute stehen wir hier und sind erstmals in der Lage, eine voll vernetzte Entertainment-Anlage zu beleuchten in einem Stadion mit einer Größe von 30.000 Zuschauern. Im Grunde waren es wenige Wochen, die wir hatten, um es umzusetzen, das eine echte Herausforderung war und was man nur angehen kann, wenn man wirklich auch mit einem guten Partner zusammenarbeitet. Da bot es sich an, mit Philips zusammenzuarbeiten und mit dem Marktführer zusammen etwas ganz Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen. Die Lichtqualität muss natürlich da sein. Wir erfüllen mit dieser Beleuchtungsanlage die Lichtqualität, die von der UEFA gefordert wird. Das andere ist aber, was ich viel wichtiger finde, wir können den Zuschauern das Gefühl geben, dabei zu sein. Ich glaube, dass wir noch mehr diesen Eventcharakter herausarbeiten können. Man muss im Fußball immer ein bisschen vorsichtig sein, wie weit man da geht, aber die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, geben uns ganz neue Möglichkeiten. Wir haben vorher konventionelle Beleuchtung gemacht. Das heißt, man konnte Licht an- und ausschalten. Durch die neuen Technologien, die LED-Technologie, wir können dimmen, wir können an, wir können ausschalten, wir können sie vernetzen mit Videoanlagen, mit Musik. Wir können eine interaktive Geschichte starten zwischen den Fans, zwischen den Spielern und allen, die daran beteiligt sind. Dann gibt es noch die Betreiber. Und die Betreiber haben diverse Vorteile. Ja, die haben die hohe Investition. Man wird sich fragen, wie kann denn das zurückverdient werden? Die Wartungskosten sind enorm in so einem Stadion. Diese Lampen, die vorher eingesetzt waren, die hängen ziemlich hoch. Und da oben hochzuklettern kostet Geld. Die Lampe kostet auch Geld. Und die fallen relativ häufig aus, weil wir reden über HID-Lampen, die sehr hohe Temperaturen gehen müssen. Und das ist übrigens eine Geschichte über 50.000 Lebensstunden. Jetzt können Sie sich mal überlegen, wie lange brennt so eine Beleuchtung hier in so einem Stadion. Also bis die Beleuchtung hier wieder wechseln müssen, da werden wir wahrscheinlich von anderen Themen reden. Das Allerbeste ist ja immer, wenn man Win-Win-Situationen herstellt. Und das haben wir auch geschafft, weil wir machen etwas sehr Innovatives und alle Beteiligten freuen sich darüber. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Und auch wenn wir mit Spielern oder Trainern sprechen, sind begeistert von dem, was sie sehen. Da gibt es ein Gefühl, dass ich dabei bin. Und das ist in Summe für alle drei live hier im Stadion, vor dem Bildschirm, und natürlich auch für den Betreiber Benefits, die wir vorher nicht hatten. Und das alleine geht nur deswegen, weil wir als Philips Lighting in der Lage sind, Dinge zu vernetzen. Und das gibt den Effekt. Innovation and you.